Rechnen im Drehstromsystem. Es folgt eine kurze Erklärung für unterschiedliche Rechenvorgänge im Drehstromsystem. Mein Name ist Meierhofer, ihr kennt mich bereits aus anderen Videos, aber gehen wir gleich zur Sache. Erstes Beispiel, eine Angabe im Drehstromsystem. Gegeben ist eine Leistung mit 10 kW, Spannung mit 400 Volt, der Motor offensichtlich ist in Stern geschaltet, wir haben einen Cosinus Phi von 85 und einen Wirkungsgrad von 0,8. Gesucht ist B zu, E-Zuleitung, E-Strang, weil wir dort vielleicht den Motorschutz einbauen. Immer wieder wichtig ist S und auch die Blindleistung. Schauen wir uns an. Gehen wir das Beispiel gleich von oben weg durch. Wenn wir das so sehen, dann ist klar, dass diese Leistung, die hier gegeben ist, B ab ist. Das ist die Leistung, die an der Welle abgegeben wird. Nachdem wir aber elektrische Berechnungen machen, müssen wir als erstes B zu berechnen. Schauen wir uns B zu an. B zu ist gleich B ab durch den Wirkungsgrad. Interner Check für euch, B zu muss immer größer sein wie B ab. Wir setzen ein 10.000 Watt durch den Wirkungsgrad in unserem Fall von 0,8. Also erreichen wir ein B zu, wenn man das eintippt, in den Taschenrechner von 12.500 Watt. Und mit dem Wert wird jetzt weitergerechnet. Das B ab an der Welle hat nur mechanische Bedeutung. Wir in allen elektrischen Berechnungen verwenden ab sofort in allen weiteren Rechenschritten immer wieder B zu. Als nächstes rechnen wir den Strom aus. I in der Zuleitung. I in der Zuleitung ist jetzt B zu durch U mal Cosinus Phi mal die Wurzel aus 3. Intelligenterweise machen wir eine Klammer, damit wir auch beim Eingeben in den Taschenrechner gleich alles richtig machen. E zu ist damit B zu 12.500 Watt durch 400 Volt mal den Cosinus Phi von 0,85 mal die Wurzel aus 3. Ich mache wieder die Klammer dazu, damit das so richtig ist. Und I zu ist somit, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, 21,23 gerundet ist es Ampere. Ja? Ihr lasst aber den Wert in den Taschenrechner drinnen, weil mit dem rechnen wir dann wieder weiter. In diesem System, wenn wir sehen, der Motor ist in Stern geschaltet, bei der Sternschaltung wissen wir, dass I-Zuleitung ist gleich I-Strang. Das ist bei der Sternschaltung so. Also können wir auch sagen, das ist 21,23 Ampere. Da sind wir schon fertig mit der Rechnung. S ist die Scheinleistung. S ist gleich U mal I mal Wurzel aus 3. Und wenn wir das einsetzen, haben wir 400 Volt mal 21,23 Ampere mal Wurzel aus 3. Und für S kriegen wir somit heraus 14.705,88 Volt Ampere. Bitte ordentlich die Einheit dazu schreiben. Q rechnen wir auch aus, dann nehmen wir eine neue Seite. Q können wir jetzt berechnen, entweder über das rechtwinkelige Dreieck, das wäre jetzt die Wurzel aus s zum Quadrat minus b zum Quadrat. Eine Variante mache ich nicht so gerne. Ich bin Techniker, ich sage immer Q ist gleich U mal I mal Wurzel aus 3. Mal Sinus Phi. Das können wir recht lässig einsetzen. Q ist damit 400 Volt mal 21,23 Ampere mal die Wurzel aus 3 und jetzt den Sinus. Den Sinus schnappen wir uns her vom Cosinus, Second auf den Winkel und dann drücken wir auf Sinus. Und dann kommen wir drauf, dass das 0,5276 ist. Wir lassen das selbstverständlich im Taschenrechner drinnen. Q ist damit 7748, das ist jetzt schief geschrieben,
748,22 Volt Ampere reaktiv. Also, wir könnten hier das rechnen mit den Pythagoras oder eben mit den Winkelfunktionen. Jeder von euch hat erkannt, aha, das ist ja nichts anderes wie S mal Sinus Phi, weil U mal I mal Wurzel aus 3 ist ja bekanntlich S. Fassen wir kurz zusammen. Wenn wir gegeben haben B, dann ist das, ich schreibe es jetzt dazu, weil wir es ja schon geklärt haben, das ist immer B ab. Also müssen wir als erstes einmal B zuberechnen und das ist der Wert, mit dem wir immer wieder weiterarbeiten. Also sehen wir, immer setzen wir B zu ein, das ist wichtig, ansonsten kommt was Falsches raus. Wichtig bei der Sternschaltung ist, Zuleitungsstrom und Strangstrom ist das gleiche. S ist U mal I mal Wurzel aus 3, bitte vergesst mal das Wurzel aus 3 nicht. Und Q ist S mal Sinus Phi oder eben U mal I mal Wurzel aus 3 mal Sinus Phi. Oder selbstverständlich über den Pythagoras. Alles ist möglich. Das wäre eine mögliche Rechnung. Es könnte auch so gegeben sein, das kommt auch sehr häufig vor, dass zum Beispiel B gegeben ist. Wir wissen schon, das ist B ab. Die Spannung ist gegeben, der Strom und der Cosinus Phi. Das sind typische Angaben eines Motors auf einem Leistungsschild. Gesucht ist B zu, S, Q und der Wirkungsgrad. Jetzt wissen wir schon, dass das B ab ist. Also bitte ja nicht mit dem Wert elektrisch weiterrechnen. Wir müssen als erstes B zu berechnen. Und in dem Fall ist B zu recht einfach zu berechnen. Das wird oft übersehen. U mal I mal Cosinus Phi mal die Wurzel aus 3. Das sollte euch mittlerweile schon sehr geläufig sein. Dementsprechend können wir es auch verwenden. Wir setzen ein. Für B zu ist gleich 400 Volt mal 20 Ampere mal 0,8 mal die Wurzel aus 3. Ihr seht schon, ich setze auch immer die Einheiten dazu. Vergesst mir das ja nicht, das ist wichtig in der Technik. Wir kriegen außer für B zu 11.000, nicht Komma, das ist falsch, 11.085,13 Watt. Interner Check. Die B zu muss immer größer sein wie das P ab. Also die zugeführte Leistung immer größer wie P ab. Als nächstes, jetzt einfach, können wir S berechnen. S ist U mal I mal die Wurzel aus 3. S ist somit 400 Volt mal 20 Ampere mal die Wurzel aus 3. Wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, S ist gleich 13.856,41 Volt Ampere. Einheit bitte richtig machen, das ist ganz wichtig. Q, jetzt schon bekannt aus der vorherigen Rechnung, ist S mal Sinus Phi. Also Q, jetzt haben wir das in den Taschenrechner drinnen. 13.856,41 Volt Ampere mal dem Sinus, und der ist wieder Cosinus, Second Winkel, und dann drücken wir auf Sinus, dann kommen wir drauf, das ist mal 0,6. Also kriegen wir außer für Q 8313,84 Volt Ampere reaktiv. Und als letztes haben wir eigentlich jetzt nur mehr den Wirkungsgrad zu berechnen. Jetzt schupfe ich das ein bisschen rauf, das geht ein bisschen platzmäßig dann leichter, dann bringe ich das B zu noch runter. Der Wirkungsgrad ist ja B ab durch B zu. Wenn wir das jetzt einsetzen, 10.000 durch 11.085,13, dann kriegen wir einen Wirkungsgrad von ungefähr 0,90 heraus, gerundet. Das ist auch eine sehr übliche Form, vor allem, weil es bei Motoren sehr häufig so eingegeben wird. Also ganz wichtig, B zu berechnen mit U mal I mal Cosinus Phi mal Wurzel aus 3 und nehmt bitte nicht diese Leistung her, das ist nämlich B ab. S ist U mal I mal Wurzel aus 3, einfache Übung, und Q ist S mal Sinus Phi. Damit haben wir alle Komponenten des Leistungsdreieckes berechnet. Wichtig zum Schluss noch, der Wirkungsgrad muss kleiner sein wie 1. Das war nur eine Kurzerklärung zu den folgenden Rechenbeispielen, für die ich jetzt gutes Gelingen wünsche.
Falls ihr Fragen habt, wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt. Und in dem Fall gutes Gelingen beim Rechnen mit dem Drehstromsystem.